Da staunen nicht nur Star Trek-Fans. Mitten in der Hellas-Tiefebene, dem größten Impact-Krater des Mars, hat die Mars-Sonde Mars Reconnaissance Orbiter eine wirklich kuriose Aufnahme gemacht. Es ist das Bild einer Erhebung, die wirklich täuschend echt an das bekannte Logo von Star Trek erinnert. Wie ist es auf den roten Planeten gekommen und warum ging Twitter deswegen steil? Klickt zum Science and Fiction. Hier gibt es täglich faszinierende Science-Videos. Abonniert den Kanal, nur dann verpasst ihr nichts. Herzlich willkommen. Und danke für euren Themenvorschlag über Telegram. Die NASA selbst twittert zu ihrer neuesten Entdeckung: Enterprising viewers will make the discovery that these features look conspicuously like a famous logo. Übersetzt also in etwa sowas wie: aufmerksame Beobachter könnten bemerken, dass das hier aussieht wie ein bekanntes Logo. Enterprising ist in diesem Zusammenhang ja ein wirklich passender Wortwitz. Beam me down to Mars, Scotty, oder was? Aber jetzt mal im Ernst. Nicht nur eingefleischte Star Trek Fans werden wohl auf der Aufnahme der NASA-Sonde Mars Reconnaissance Orbiter das Logo von Star Trek erkennen können. Inmitten der Sanddünen des Mars, also eine wirklich kuriose Entdeckung. Auch Fachleute haben sich damit intensiv beschäftigt und stellen jetzt klar, dass die Ähnlichkeit zu dem Star Trek Logo wohl purer Zufall ist. Entstanden ist diese faszinierende Marsformation wohl durch langwierige geologische Prozesse. Aufgespürt wurde sie im Bereich der Hellas Tiefebene, dem größten Einschlagskrater des Mars auf seiner südlichen Hemisphäre. Er ist etwa 2200 Kilometer mal 1600 Kilometer groß und hat eine elliptische Form. Mit seiner Tiefe von 9 Kilometern handelt es sich um die tiefste Region des roten Planeten. Auf ihrer Webseite erklärt die NASA die Entstehung dieser sogenannten Chevron-Formen, die die Experten und Expertinnen auch als Dünenabgüsse bezeichnen. Demnach sind sie das Ergebnis eines komplexen Zusammenspiels von Wind, Lava und Dünen. Alles begann mit einer sichelförmigen Düne, die sich zu einer Insel im Lavameer entwickelte. Diese sichelförmigen Dünen werden in der Fachsprache auch als Barchan-Dünen bezeichnet. Auf dem Mars machen sie einen Großteil der Dünen aus. Irgendwann erstarrte die Lava und die Dünen ragten weiter aus ihr hervor. Durch den Wind wurde der Sand weggeweht und diese Fußspuren verblieben in der Lavaebene. Aber auch andere Fachleute beschäftigt diese Entdeckung, zum Beispiel Captain Kirk himself, also William Shatner, der twitterte am 13. Juni 2019: Hey at Star Wars, will you hurry up, you rebel scums? We beat you! Vom Star Wars Twitter-Account kam dann schnell die recht eindeutige Antwort: Star Wars, we are far away from that tiny red planet. Sogar Mark Hamill, der Luke Skywalker in Krieg der Sterne spielt, gibt seinen Senf zu der Entdeckung auf dem Mars. At Hamill himself, looks like boomerang to me. Übrigens ist das keinesfalls eine Premiere, denn schon in der Vergangenheit wurden überaus kuriose Motive auf der Marsoberfläche entdeckt, beispielsweise Pac-Man oder Muppet Beaker. Auch Games of Thrones war schon auf dem roten Planeten zu Gast. Zumindest erinnert eine Aufnahme einer Staubspur auf dem Mars stark an das Wappentier von Haus Stark. Dieses Muster entstand wohl durch eine Staublawine, die sich durch einen Objekteinschlag gelöst hatte. Der Staub hatte so diese dunkle Sandschicht freigelegt. All diese kuriosen Aufnahmen stammen übrigens von HiRISE. Diese Abkürzung steht für High Resolution Imaging Science Experiment und befindet sich, wie gesagt, an Bord der Sonde Mars Reconnaissance Orbiter. Die hochauflösende Kamera macht gezielt Aufnahmen von Formationen auf dem Mars, die durch geologische und klimatische Prozesse entstanden sind. Und jetzt eine kleine Pirouette: Auch auf dem Mond wurden während der ersten Mondlandung zahlreiche Aufnahmen gemacht. Und am 20. Juli streamen wir 12 Stunden lang live von der Mondlandung vor 50 Jahren, sekundengenau, mit all dem Wissen, das wir heute haben. Mit dabei die Astronauten Gerhard Thiele und Reinhold Ewald, die wir vorab interviewt haben, und zahlreiche Wissenschafts-YouTuber. Wenn ihr nichts verpassen wollt, dann klickt hier unbedingt und merkt euch den Stream vor. Um 21 Uhr am Samstag, den 20. Juli, geht es los. Also seid dabei und bis dann, bleibt dran.